So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario 64 Land. Heute mit der zweiten Hälfte der siebten Welt oder auch der Fabrikwelt. Und ich bin gespannt, vor allem auf das letzte Level dieser Welt, weil da habe ich überhaupt keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, was das nächste Level war. Und das schauen wir uns auch jetzt direkt an. Wir springen hier in die wunderschöne Röhre hinein. Und nachdem wir ja bei den letzten zwei Leveln einige Sterne zu sammeln hatten und auch in beiden ersten Leveln 100 Münzen zu sammeln hatten, was ich sehr unverschämt fand, haben wir jetzt nur zwei Sterne zu sammeln in diesem Level. Das ist wenigstens mal ein kleiner Ausgleich. Und hier sind Toads in irgendwelchen Behältern, in irgendwelchen. Wie nennt man denn diese Teile? Weiß ich gar nicht. Oh. Ach, ich kann hier drauf stehen. Zeitweise wusste ich gar nicht. Okay, mir werden nur ziemlich schnell die Leben abgezogen. Weil das ist halt irgendwie Gift oder so. Hier haben wir so Radioaktivitätszeichen drauf. Das heißt, wir sind hier irgendwie, weiß ich nicht, in einem Atommülllager. Ich habe keine Ahnung, nee. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier mit radioaktiven Substanzen zu tun. Deshalb sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Weil radioaktive Substanzen sind, glaube ich, ich weiß nicht, sind, glaube ich, nicht so gesund. Und der Mario, der läuft hier einfach rum, ohne irgendeine Schutzkleidung oder so. Da ist er auch selber schuld, wenn ihm was passiert. Sind wir mal ganz ehrlich. So, jetzt hier würde ich aber auch gern mal. Ach, shit. Wow, okay, ich bin schon tot. So, diesmal habe ich fast volle Leben wenigstens. Aber ich lasse mich trotzdem nochmal treffen. Ach, scheiß drauf, ganz ehrlich. Hier können wir auch so rüber. Ich hätte sogar riskiert, dass ich da wieder ein bisschen Leben abgezogen bekomme von dieser grünen Grütze. Weil es ist irgendwie. Ja, ich mag halt Knochenplattformen nicht so, ne? Da muss man ewig lang rumstehen. Ach, das ist doch blöd und alles. Und, ah ja, ein Stern von den zwei Sternen war wohl offensichtlicherweise ein roter Münzstern. Das heißt, ja, wir müssen hier nur die roten Münzen einsammeln. Und dann ab zum Ziel, anscheinend, ne? Weil dann gibt es ja nichts anderes, ne? Es gibt ja immer einen Zielstern. Und wenn wir hier nur zwei Sterne haben und der zweite Stern ist der rote Münzstern, dann geht das hier auch wieder relativ easy und hoffentlich auch schnell von der Hand. Wir müssen jetzt hier nur mal schauen, wo überall rote Münzen sind. Ich bezweifle nämlich, dass alle roten Münzen hier auf diesem einen Haufen da sind. Das glaube ich eher weniger. Ich weiß nicht. Wir können mal schauen. Ah, guck mal, hier gibt es noch irgendwie einen Weg oder so. Aber gibt es auf dem Haufen wenigstens vier rote Münzen? Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Oder dass hier drüben irgendwie noch rote Münzen sind. Zumindest eine. Kann ich mir vorstellen. Hui. Kann das sein? Tatsächlich, hier ist noch eine. An dieser Kette dran. Und dann ist, glaube ich, aber auf dem Haufen wirklich nichts mehr, ne? So wie das hier zumindest aussieht. Ganz 100% weiß ich es natürlich nicht. Das ist klar. Aber das würde auch plausibel klingen in meinen Augen. So, dann schauen wir mal. Oh, das ist sogar. Das ist eine Rutsche. Okay. Wusste ich jetzt gar nicht mehr. Aber gut, dann haben wir hier jetzt noch ein bisschen Slide-Action. Das gibt es irgendwie auch viel zu selten, meiner Meinung nach, ne? Ich liebe Slides, ohne Scheiß. Slides in SM64 und auch in Hex sind einfach richtig geil. Das ist einfach ein Fakt. Und deshalb habe ich es auch geliebt, damals als Simple Flips tatsächlich eine SM64 Hacking Slide Competition gemacht hat. Das war richtig nice von ihm. Da wurden Slides mal wertgeschätzt, ja? Das muss man echt sagen. Da wurden Slides mal wertgeschätzt. Und zu Recht. Ja? Wie gesagt, Slides in meinen Augen
könnten die ruhig öfter eine Verwendung finden. Weil es ist halt einfach, es ist schön schnell, man rutscht hier so lang, hui, macht Spaß. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der Slides so feiert, aber ich kann es mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Na, ich glaube, andere feiern auch Slides. Oh, guck mal, wie traurig die Goombas sind. Oje, oje. Die sind richtig traurig. So, wo ist der Stern? Ach, da unten. Hui. Ich bin übrigens noch gar nicht auf die Sternfarbe in dieser Welt eingegangen, ne? Ist so ein Orange halt, ne? So, und was ist hier jetzt gewollt, dass ich hier so Long Jumps mache oder was? Über die Goombas drüber. Das könnt ihr haben. Zack, zack. Ist halt jetzt ein bisschen eine schräge Ausrichtung. Das ist jetzt blöd. Und ich sterb wieder. Okay. Da bin ich also wieder, Leute. Und ja, ich sag mal so. Mit der Ausrichtung muss es halt klappen. Aber das geht ja halt nicht vernünftig, wenn da hier dieser Haufen direkt ist, ne? Ich will mich halt gerade ausrichten. Ich weiß nicht, vielleicht geht's von hier einigermaßen. Oh ja, das sieht gut aus. Aber das ist halt trotzdem scheiße. Also den Haufen, den hättest du ein bisschen weiter hinten platzieren müssen, Case. What the fuck? Und was ist das denn für eine Fusion? Einfach Dory und ein Pinguin. Das sieht ja aus. Also das ist ja sehr abstruse Fusion, sage ich mal. Aber gut, nachdem ich das eh nicht mehr aus meinem Kopf bekommen kann, für mein ganzes Leben lang, würde ich sagen, gib mir wenigstens einen Stern als Entschädigung. Das wär schön. Eine schöne Entschädigung. So. Und, Naubla, ich will nicht, dass mir so viele Leben abgezogen werden. Deshalb einfach hier rüber und zack, in den Stern rein. Jawohl, haben wir schon ein Level geschafft. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Level von dieser Welt war. Deshalb bin ich da jetzt auch selber gespannt wieder, was das denn war. Und dann geht es natürlich zum Boss. Auch wenn wir schon zu dem hin könnten. Ach, das war das hier. Ein TikTok-Clock-Verschnitt. Keine Ahnung, fand ich schon damals irgendwie ein bisschen komisch, das in die Geister, in die Fabrikwelt zu packen. Und nicht irgendwie in eine Geisterwelt oder so, weil. Ja, also es ist ein TikTok-Clock-Verschnitt, ne, aber halt mit Geistern. So kann man das, denke ich, sagen. Ah ja, genau, aber ich weiß auch schon, was hier der zweite Stern war. Wow, okay, ey, schön. Schön auf euch rumgebounced wenigstens. Immerhin. Ich weiß jetzt auch direkt wieder, was hier der geheime Stern war. Weil ich damals sehr lange nach dem gesucht habe, weil ich es nicht so offensichtlich fand. Keine Ahnung. Und zwar muss man hier dieses große Au. Leck mich. Man muss hier dieses große Auge hier besiegen. Ich habe keine Ahnung, wovon ich hier die ganze Zeit getroffen wurde. Weiß ich nicht. Aber gib mir den Stern. Und dann ist Ruhe hier im Karton. Nee, im Turm. Ich glaube, man kann das hier ja schon auch als Turm bezeichnen. Ne? Vor allem auf der Overworld war es doch auch ein Turm, oder nicht? Von dem her, ja doch. Kann man so sagen. Ist ja dann durchaus richtig. Lass mal sehen. Hier, komm, stell dich auf einen Zeiger drauf, Mario. Das wäre sehr schön, weil ich möchte hier auch weiterkommen in dem Level. Dankeschön. Du oller Klempner, ey. Mann, Mann, Mann. Aber ich finde es auch schön, dass er die ganzen Elemente der Uhr auch wenigstens so umdesignt hat, also optisch jetzt, ne? Wenigstens neue Texturen gemacht hat. Dass es halt auch so zu einem Fabrik-Geister-Thema passt, ne? Und die Elemente nicht einfach nur so genommen hat. Hätte er ja auch machen können und die einfach ja dunkler färben oder so. Aber er hat sie ja wirklich nochmal neu texturiert quasi. Kann man so sagen. Natürlich auch im selben Stil wie damals. Och, wieder runtergefallen. Ich wollte sagen, dass er es wenigstens im gleichen Stil retexturiert hat.
sodass man trotzdem halt sich irgendwie dran erinnert, ne, von wegen, ah, das war ja die TikTok-Clock, ne, dass man da trotzdem irgendwie so ein nostalgisches Feeling hat und gleichermaßen aber auch was Neues hat irgendwo, ne, so ein bisschen, so eine Mischung halt. Und die Mischung macht's, ne, das ist ganz klar. So, jetzt hier noch auf so losen Plattform. Och nee, ey, als ob ich wieder runterfalle. So, na geht doch, ey. Also ich weiß wirklich nicht, warum ich mich die ganze Zeit so doof anstelle. Ich hätte gerne eine Erklärung dafür. Aber ich werde wahrscheinlich keine bekommen. So, jetzt gehe hier einfach nochmal auf den Zeiger drauf. Schön chillig. Was passiert jetzt eigentlich, wenn sich die Schalter entgegenkommen? Die Zeiger. Okay, es passiert nichts, zum Glück. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie sich irgendwie im Weg sind. Und dann werde ich irgendwie runtergedrückt oder irgendwas, das wäre auch irgendwie typisch gewesen. Ja, schön, dass ich von dem Zeiger da platt gedrückt wurde. Wollte ich eigentlich nicht, aber danke fürs Plattdrücken. So, und jetzt gib mir hier diesen wunderschönen Stern. Dankeschön. Und dann besiegen wir noch den Boss dieser Welt. An den erinnere ich mich aber wiederum wieder. Und der war auch ziemlich cool und unerwartet. Und zwar kämpfen wir hier gegen Wario. Bowser has put up a big bounty for stopping you. Waha, I'll catch you and then build Wario Land with that money. Vergesst Mario. Jetzt kommt Wario, Leute. Er ist hier richtig elektrisiert. Ja, ich weiß auch noch, wie man ihn besiegen musste. Und zwar muss man ihn hier prinzipiell einfach auf diese Laufbänder locken, dann elektrisieren und dann fällt er da runter in diese Löcher. Also ziemlich, ziemlich simpler Bosskampf eigentlich, muss man wirklich sagen. Das erfordert nicht viel Skill, aber man muss es halt auch erstmal rausfinden, ne? Was man da überhaupt mit ihm machen muss. Aber kriegt man, denke ich, auch raus. So, das dürfte es schon gewesen sein, ne? Jawohl, da liegt er einfach reglos rum. Und nice. Easy Bosskampf. So lasse ich mir das doch gefallen. Wario's Ambush. Und dann geht es beim nächsten Mal tatsächlich schon in die letzte Welt. Und ich glaube, das erste Level der letzten Welt war sogar das Level mit den meisten Sternen. Das heißt, da kommt trotzdem noch ein bisschen was auf uns zu. Und Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.